Hallo YouTube und Internet und willkommen zu LS22 hier auf der Karte Ehrengrad. So, wir müssen nochmal abtanken. Der Helfer ist richtig zum Feld zurückgekommen. Das hat also schon mal geklappt. So, ich hoffe mal, dass wir den Rest des Feldes hier noch reinkriegen. Ich schwimme hier schon mal hier rein. Und so wie der Auftrag abgeschlossen ist, werden wir auch uns dann schlafen legen. Mal schauen, dass wir hier nichts vergessen haben auf dem Feld. Gucken wir gerade mal auf der Map. Wo bin ich denn überhaupt? 25. So, Wachstum. Abgeerntet. Aber da ist doch hinter uns noch erntereif. Okay, wie ein Stück. Muss da noch sein, ne? Dreh ich doch nochmal. Da ist so ein Streifen über. Aber der Drescher hat so eine schöne Breite, das ist eigentlich echt Optimum, finde ich. So mittlere Felder. Oder auch große Felder. Ist ja ein bisschen länger unterwegs, aber schöne Schneidwerksbreite. Gefällt mir echt gut. Ja, dann hoffe ich mal, dass ein bisschen was für uns überbleibt, dass wir das dann für uns verkaufen können. War ja schon nicht unerheblich, was hier noch steht, ne? So, dann will ich es wohl nochmal ausfahren. Dann hol ich den mal ran. Wo ist er denn? Das ist doch nicht mal ein Stoppelsturz, der hier noch steht. Und der letzte Rest jetzt hier noch.
alle mal zumachen da. Das war noch hier im Stellkreis. Nein. So, soll ich mal den Drescher mal aus. Das finde ich echt schön. Fällt mir. Was ist so eure Lieblingsmarke? Gut. Ich muss hier erstmal gucken, wie wir überhaupt hin müssen. Wieso sagt er? Achso, ich wollte gerade sagen, wieso ist das immer noch? Aber jetzt haben wir alles bis auf so ein paar Millimeter. Und der Ablieferort war doch hier das Ausrufezeichen, ne? Soll ich mal selber fahren? Zack. Achso, Markierung setzen, dann muss ich natürlich auch noch machen. Blinkt aber nichts mehr, es ist halt nur noch. Dann das Ausrufezeichen. Aber ja, geht ja auch. Dann folgen wir erstmal hier der gestrangelten Straße. Anhänger ist dran, man weiß ja nie, ne? Hab ich auch schon erlebt. Fährst du los die ganze Strecke und dann. Willst du abladen und kein Anhänger da? Das können die jetzt auch entspannte Helfer machen, aber ich finde es auch mal schön, selbst zu fahren, gerade wenn wir hier so Maschinen haben, die gerade nicht unser sind. Ich finde auch schön Sound der Class. Sind schnell. Heute im Radio gehört, ich weiß gar nicht, welchen Kanal oder Sender das jetzt war. Da ging es dann darum, war Zufall gerade, dass sie so über das Jahr gesprochen haben, was sie so gezockt haben. Ne? Und da ging es dann auch um Lieblingsspiele und Überraschungshits. Und da war dann einer, der hat dann gesagt, ja, okay, ich oute mich, ich habe mich total in den Landwirtschaftssimulator vertieft. Und er sagte auch, dass er da so richtig so ein kleines Suchtpotenzial hat, dass er da kaum von Lust kommt, wenn er erstmal angefangen hat. Und hat es vorher überhaupt nicht gespielt. Ne? Also er ist dann erstmal LS22 darauf aufmerksam geworden. Und auf jeden Fall hat ihn einen Kumpel dazu gebracht, der hat ihm noch alles gezeigt. Und ja, hat ihm dann die ganze Feldbearbeitung erklärt und so weiter. Und ist jetzt ein Riesenfan vom Spiel und hatte sich nicht so richtig getraut, sich da zu outen. Aber ich denke mal, mittlerweile sind wir im Simulatorenbereich so weit, dass man auch dazu stehen kann. Ne? Also vorher war ja immer so, die Spiele, die konnte man eher belächeln. Aber aktuell. Gut, bis auf die Bugs. Ne? Macht das schon Spaß. Hätte ich jetzt hier rechts reinfahren sollen? Nee, können wir jetzt auch rechts fahren. Jetzt Blödsinn ist das Blinklicht. Das kann ich mal ausmachen.
Zurückbringen muss ich den ja nicht. Das schenken wir uns dann und schließen dann den Auftrag direkt ab. Dann geht's ins Bett. So. Das ist doch geil. Guck mal, jetzt haben wir 8.000, also fast 9.000 bekommen für die Ernte als Überschuss. Finde ich richtig geil. Ich muss mir echt den Klassen mal merken. 650er. Tolles Teil. Jetzt haben wir auch fast die 97 oder fast 100.000. Das heißt, wir können uns dann doch so langsam mal ein Feld leisten. So, jetzt schließen wir erstmal den Auftrag ab. Wie geht's unseren Tieren eigentlich? Heu haben wir jetzt nicht mehr drin, aber brauchen wir ja nicht, weil die Mischration ist ja da und deswegen müssten die eigentlich auch auf 100% kommen, Produktivität. Wundert mich jetzt, warum da nur 90 ist. Aber okay. Kommt bestimmt noch. So, jetzt kriegen wir nochmal 3, 2, dann dazu. Ich klicke mal abschließen. Und gibt es noch irgendwas Tolles? Nochmal interessante Maschinen dabei sind. Soll man vielleicht eh erst dann am nächsten Tag starten. Den würde ich auch gerne mal fahren. Grubernfeld 7152. Da ist dann halt die Frage, ob der Auftrag dann noch da ist, wenn ich jetzt den Tag überspringe. Weil wir kommen ja dann auch in den Oktober rein, ne? September Tag 2. Gibt es denn da noch eine Vorhersage? Also ich wollte hier sowieso mal gucken, was kannst du nochmal Saatzeitpunkt für Weizen. Okay. Erntezeitraum. Gibt es noch Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais? Ja, ich würde ja ganz gerne noch ein Feld bekommen, was wir abernten können. Aber ob da gerade Sonnenblumen oder so irgendwann drauf sind, gucken wir nochmal. So, und jetzt hier September, der Oktober. Da ist ja schon Tag 1. Haben wir 3 Tage? Habe ich 3 Tage eingestellt? Nee, oder? Ich meine, 2 sieht aus wie 3 Tage. Dann haben wir ja doch noch einen. Okay. Also der ganze Oktober ist verregnet. Schade, schade. Okay, dann springen wir mal rüber, wenn es jetzt wirklich nur noch 3 Tage sind. Hab ich das eingestellt? Weiß ich nicht. Ich würde hier noch eine Laterne aufstellen, aber jetzt haben wir ja gerade die 100.000. Mich ist zu geizig zu und es ist ja eigentlich auch nett beleuchtet, ne? Kannst du ja echt nichts sagen. Aber ein Haus wäre schon schöner. Klar, aber... Erstmal Kohle sparen. Um 8 finde ich eine schöne, obwohl 8 Uhr ist auch noch dunkel, ne? Komm, bis 9 können wir uns mal gönnen. Die Animation ist aber auch neu, oder? So, 555 Euro Kreditzinsen. Das wollen wir auch nochmal bekommen. Boah, guck das mal an, wie schön. Auch hier, das sieht toll aus, finde ich, ne? Also das mag ich ja so an der Karte, so dieses Hügelige. Wunderschön. Was macht denn jetzt unser Gras? Ich bin gespannt, ob wir nochmal mähen können.
Ja, aber obwohl ist im September wahrscheinlich dann doch eher im Oktober. Im Wachstum. Kann man denn die Wachstumsstufen müsste man doch auch sehen können beim Gras. Na komm, speichern mal schneller. So. Wachstum. Voraussetzung wird überhaupt angezeigt. Da müssen wir, glaube ich, Gras erst noch mal einstellen. Feldfrüchte, Gras mich hier aus. Sorry, das war mein Timer. Das war ungewollt. Jetzt bin ich mir zu doof, das Menü zu bedienen. Jetzt haben wir Gras. Und das wird mir hier überhaupt nicht angezeigt. Ich verstehe das nicht. Bodenbewirtschaftung, Wachstum. Wieso ist das hier kein offizielles Feld? Doch, es wird ja auch als Feld erkannt. Das finde ich so ein bisschen schade. Gut, klar, es soll eine Wiese sein, aber ich brauche trotzdem hier mal meine Wachstumsstufen, oder? Okay, dann gucken wir noch mal, es ist abgeerntet, gepflügt, Wachstum, Ernte, reif ist orange. Feld 1 war zu teuer, es war ja nur Feld 8, was wir uns jetzt, glaube ich, leisten können. Ne? Na, noch nicht ganz, ein bisschen Kohle fehlt noch. Aber wir können ja noch einen Auftrag annehmen. Was auch nochmal spannend ist, wir müssen mal gucken, wie viel Milch ist denn überhaupt da? Was machen denn die Kühe? Wie geht's denen? Na? Ja, da drehst du dich gleich um. Toll. Aber wir haben immerhin 1000 Liter jetzt drin. Also so langsam lohnt es sich dann doch. Und wie viel Mist? Gönne 4-3, wieso steht kein Mist dabei? Steht nicht, ne? Da müssen wir mal im Hauptmenü gucken. Okay. Steht auch nur Gönne. Ich würde immer ein bisschen Durchzug machen. Tor hier nicht auch auf. Ja, schön. 1800 Liter. Ich würde auch gerne mal, ich mach das aber mal, in den Shop gucken, mal schauen, was ist hier. Boah, hier ist das geil. Diese Angebote, die locken mich immer so. Der Bergmann. Was ist das denn? Brauchst du aber 300 PS für, also für Rüben, okay. Die haben eine tolle Spritze noch, aber wir wollten ja dann mit unserem Kram düngen. Das ist ja ein toller Preis. Komm, ich würde den gerne mal sehen. Keine Angst, ich kaufe den nicht. Okay. Interessantes Ding, ne? Also ich werde noch viel Spaß haben mit dem LS. Und jetzt gucken wir aber nochmal nach dem Auftrag. Kühe sind versorgt und denen geht's gut. So, Kurban 1152. Ernten wäre natürlich schöner, ne? Weil dann wieder was vom Ertrag hängen bleibt für uns. 7761. Dies noch mal sehen. Wir
Wir können ja auch mehrere Aufträge nehmen. Ich würde mir ganz gerne den Traktor hier anschauen. Und dann gucken wir doch mal hier nach dem Feld. Geräte ausleihen, Dreieck. So. Geiles Teil, oder? Obwohl ich ja mehr so auf Rad stehe. Das Ding hier trotzdem recht interessant. Ist natürlich sehr bodenschonend, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein Teil, also solche, wie heißt denn die Dinger? Ketten, Laufräder, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen auf dem Feld. Und ich achte immer drauf, wenn ich irgendwo vorbeifahre, was denn da für Gerätschaften anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Gut, aber mit ihrem Auftrag ärgern wir uns dann in der nächsten Folge rum. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Restabend. YouTube, mach's gut, ciao.